Trainerfrage offen, die ungewisse Zukunft von Mbappé und Neymar und noch dazu ziemlich viele junge Spieler unnötig verkauft. Man muss sich langsam echt Sorgen machen um PSG, denn unsere Analyse, die fällt nicht wirklich gut aus. Knapp 3 Monate nach dem Champions-League-Finale ist die Lage bei Paris relativ leicht darzustellen. Es herrscht große Ernüchterung beim Verein von Thomas Tuchel. Klar, in der Liga, da ist er nach wie vor Tabellenführer wie eigentlich jedes Jahr. Aber in der Champions League, da gab es am Mittwochabend den 2:1-Dämpfer gegen RB Leipzig. Und das Erreichen der K.O.-Phase, das steht jetzt aktuell wirklich auf der Kippe. Die sportliche Lage, die eine Seite, aber es brodelt auch heftig hinter den Kulissen. Baustellen noch und nöcher, und die wollen wir jetzt mal mit euch durchgehen. Punkt 1, der Trainer, der geht aktuell in sein letztes Vertragsjahr. Gespräche über eine Vertragsverlängerung, die gab es bisher nicht. Was es aber immer wieder gab, ist Kritik an der Person von Thomas Tuchel wie eigentlich jedes Jahr. Ein Fakt, der ihn offensichtlich ziemlich anpisst, denn gegenüber L'Equipe hat er jetzt gesagt: "Ich hatte mal die naive Vorstellung, dass nach 4 Titeln und einem Champions-League-Finale der Trainer für eine Weile aus der Schusslinie ist. Das war 5 Tage so, dann waren wir im Urlaub, danach ging es in der Tonart einfach weiter." Was Tuchel vor allem nervt, ist das Verhalten von Sportdirektor Leonardo. Da gibt es ja aktuell einen wirklichen Kleinkrieg zwischen den beiden. Tuchel, der wollte im Sommer den ein oder anderen Star haben. Leonardo hat ihm dann in Anführungsstrichen nur Italiens Nationalspieler Moise Kean, Barcelonas Rafinha, Portos Pereira und Florenzi von der AS Roma gekauft. Klar, alles keine schlechten Kicker, aber eben nicht die Art von Neuzugängen, die sich Thomas Tuchel gewünscht hat. Und zwar, um seinen großen Traum sich zu erfüllen, den Champions-League-Titel zu gewinnen. Aktuell, da scheint es auch Risse zwischen dem Team und dem Trainer zu geben. Denn Neuzugang Pereira, der hat sich nach dem Leipzig-Spiel hingestellt und Folgendes gesagt, weil er auf der ungewohnten Innenverteidigerposition gespielt hat: "Ich bin ein Mittelfeldspieler, das ist so, aber wenn der Trainer meint, ich muss zum Wohle der Mannschaft in der Verteidigung spielen, dann mache ich das." Das kann man jetzt als Kritik an Thomas Tuchel verstehen, muss man vielleicht aber nicht. Fakt ist, die Trainerfrage, die ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Es gibt aber auch noch weitere Baustellen, und zwar die Vertragssituation von einigen Schlüsselspielern. Denn die Arbeitspapiere von Di Maria und Julian Draxler, die laufen nach dieser Saison aus. Und ein Jahr später, da müssen dann auch die Verträge von Mbappé und Neymar eigentlich verlängert werden. Eigentlich ja, aber es gibt aktuell keine Anzeichen für eine Vertragsverlängerung. Wobei, bei Neymar, da gibt es zumindest positive Tendenzen, dazu aber gleich mehr. Die Situation bei Mbappé, die schaut schon etwas schwieriger aus. Wir haben es ja schon letzte Woche in der Transfermarktshow analysiert. Da also gerne nochmal reinschauen, für euch zusammengefasst. Es könnte schwierig werden, den Superstar über den Sommer hinaus 2022 in Paris zu halten. Aktuell, da scheint Real Madrid in der Pole Position zu sein, und Mbappé, der kann sich offenbar ganz gut vorstellen, mal was Neues zu probieren. Bei Neymar, da stehen die Chancen dann doch deutlich besser, denn nach seinem Flirt im vergangenen Sommer mit seinem Ex-Verein, dem FC Barcelona, scheint der brasilianische Superstar auch aufgrund des Erreichens des Champions-League-Finals wieder deutlich mehr Bock auf das Pariser Projekt zu haben. Nach dem Spiel gegen die Bayern hat Neymar nämlich gegenüber L'Equipe gesagt: "Ich bleibe und ich möchte zurück ins Finale." Das mit Sicherheit eine gute Nachricht für die Pariser, denn rund um einen motivierten Neymar, da lässt sich in der Theorie auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe zusammenbauen. Problem an der ganzen Sache, und da sind wir beim nächsten Punkt: außerhalb der Superstars, also Mbappé und Neymar, da sieht der Kader schon relativ dünn aus. Man hat es am Mittwoch gegen RB Leipzig gesehen. Wenn die beiden nicht dabei sind, dann hat man außer vielleicht Angel Di Maria nicht mehr wirklich Superstar-Power. Die Qualität in der zweiten Reihe, die ist definitiv nicht so hoch wie in der ersten. Klar, man muss auch sagen, es gab in den letzten Wochen echt viele Corona-Fälle bei Paris Saint-Germain. Trotzdem, das Problem ist da, und es ist teilweise auch hausgemacht, denn viele junge und entwicklungsfähige Spieler, die wurden unnötig abgegeben. Kingsley Coman, Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Moussa Dembélé oder Jonathan Ikoné, um nur ein paar zu nennen, alle Spieler, die mal das Trikot von Paris trugen, mittlerweile aber in anderen Clubs in Europa eine tolle Entwicklung genommen haben. Es sind echt brutal viele Spieler, und deswegen haben wir euch mal eine ganze Elf zusammengestellt. Aktueller Marktwert ist dabei und der Verein, wo der Spieler aktuell spielt. Dortmunds Zagadou ist mit dabei, der Ex-Gladbacher Doucouré, Nianzou von den Bayern, Areola, der Keeper, also echt heftig, wem Paris da alles gehen hat lassen. Ich bin mir fast sicher, dass Thomas Tuchel gerne den ein oder anderen Spieler zurückhaben würde. Moussa Diaby zum Beispiel von Bayer Leverkusen, der macht seit seinem Wechsel 2019 echt eine richtig gute Figur bei der Werkself. Seine Bilanz in 48 Spielen für die Bayer Elf: 10 Tore und 9 Vorlagen.
Die beiden Manchester-Clubs, die scheinen aktuell Interesse an ihm zu haben, wollen 50 Millionen Euro zahlen. Das zeigt auf jeden Fall, dass er ein richtig geiler Kicker ist. Was PSG besonders ärgern wird, ist die Marktwertentwicklung von Diaby. Bei seinem Wechsel 2019, da war er in Anführungsstrichen nur 12 Millionen Euro wert. Mittlerweile ist er 32 Millionen Euro wert. Und wie fahrlässig es war, den 21-Jährigen abzugeben, das zeigen auch unsere Daten von Matchmetrics. Denn komischerweise war Diaby in seiner letzten Paris-Saison sogar noch besser, als er heute ist. Klar, die Bundesliga ist vom Niveau her vielleicht ein bisschen höher einzuschätzen als die Ligue 1, aber diesen dribbelstarken Diaby, den hätten sie schon damals haben können, wollten sie aber nicht. Schaut man sich jetzt mal den Kader von Paris an, dann hat man auf links außen neben Mbappé und Neymar eigentlich kaum Alternativen. Am Mittwoch gegen Leipzig, da musste Pablo Sarabia auf links außen ran. Ist für mich aber nicht so ein klassischer Flügelspieler, sondern eher einer, der immer mal wieder in die Mitte zieht. Ja, und so ein Diaby jetzt im Kader zu haben, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Und auch bei Christopher Nkunku, da haben die Pariser keinen wirklich guten Job gemacht. Der hatte am Mittwoch das Treffen mit seinen Ex-Kollegen gehabt, hat direkt mal den Ausgleich für RB gemacht. Doppelt bitter für Paris, denn der Junge, der hat alle Pariser Jugendmannschaften durchlaufen, war dann 2018 auch schon geführt im Profikader unterwegs. Ja, und dann hat ihn Paris abgegeben. 2019 ging es zu RB Leipzig für überschaubare 13 Millionen Euro. Man muss es nicht verstehen, denn unter Trainer Julian Nagelsmann, da ist er zu einem echten Stammspieler gereift. Nkunku, der wird hauptsächlich im offensiven Mittelfeld eingesetzt, kann aber eben auch auf den Flügeln spielen, ist so eine richtige Allzweckwaffe von Julian Nagelsmann. Und was sich Paris dadurch die Lappen hat gehen lassen, das zeigen auch unsere Daten von Matchmetrics. Denn auch bei Nkunku muss man feststellen, der legte in seinem letzten Paris-Jahr sogar bessere Zahlen auf als aktuell bei RB. Und wie gut der Typ damals schon war, zeigt der große Kreis, den Nkunku ausfüllt. Im Zweikampf top, aber auch alle Passwerte sind echt top. Ein super Gesamtpaket, was der 22-Jährige da auf den Rasen bringt. Und das eben schon vor 2 Jahren, als er noch das Trikot von PSG trug. Auch hier aus Paris-Sicht bitter die Marktwertentwicklung, denn Nkunku, der war bei seinem Wechsel in Anführungsstrichen nur 12 Millionen Euro wert. Mittlerweile, da ist er 33 Millionen Euro wert, Tendenz steigend. Und auch hier nochmal den Finger in die Paris-Wunde. Er würde ihn aktuell wirklich gut zu Gesicht stehen. So, aber um den Pariser Machern mal richtig einen reinzudrücken, die Nummer mit Kingsley Coman, die versteht kein Mensch. Kurz mal zu seinem Werdegang, war in der Pariser Jugendakademie, hat mit 16 sein Debüt in der Profimannschaft gegen Sochaux gegeben, bekam dann aber keine weiteren Gelegenheiten, um sich zu zeigen. 2014 schlug dann Juventus Turin zu, auch da hat er nicht wirklich den Durchbruch geschafft und ein Jahr später, da machten dann die Bayern Nägel mit Köpfen. Jo, und genau 5 Jahre später schießt eben genau jener Kingsley Coman ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein den Siegtreffer und bringt dem FC Bayern den Champions-League-Triumph. Nennen wir es Karma, denn es passt einfach perfekt ins Pariser Bild. Auch Comans Wert, der ist natürlich in den letzten Jahren durch die Decke gegangen. Für euch zur Info, bei seinem Wechsel zu Juventus Turin, da war er gerade einmal 750.000 Euro wert. Mittlerweile ist er 40 Millionen Euro wert und auch seine Stats, die sind natürlich in den letzten Jahren nach oben gegangen, wobei man natürlich sagen muss, er ist sehr verletzungsanfällig. Nkunku, Diaby und Coman, das sind aber nur ein paar Spieler, die Paris unnötig weggegeben hat. Wobei unnötig vielleicht das falsche Wort ist, denn den Investoren in Paris, denen war das ein oder andere Mal die Star Power ein bisschen wichtiger im Kader, als vielleicht den jungen, entwicklungsfähigen Spieler im Kader zu halten. Und genau dieses Verhalten, das rächt sich jetzt nämlich in Corona-Zeiten, weil einfach kein Geld mehr da ist. So, jetzt aber die Frage an euch, was meint ihr, was muss Paris tun? Endlich auf die jungen Spieler setzen und sie auch wirklich zu Stammspielern formen oder eben weiter im großen Stil einkaufen? Schreibt es gerne in die Kommentare unter der Folge. Damit haben wir es mal wieder geschafft für diese Folge Transfermarktshow. Nächsten Donnerstag, da gibt es dann die nächste Ausgabe. Liken, abonnieren, ihr kennt es, nicht vergessen und dann bis nächste Woche.